Hey, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine vollautomatische Kürbisfarm bauen kann. Und die ist super einfach und schnell nachzubauen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an damit. Das erste, was wir machen, ist, wir platzieren eine Doppelkiste. Und dann von hinten mit Shift und Rechtsklick an die Doppelkiste zwei Trichter. Hierbei ist natürlich wieder wichtig, dass der Trichter auch mit dem Rohr quasi Richtung Kiste zeigt, damit die Items auch richtig eingesammelt werden. Das nächste, was wir machen, ist links und rechts von den Trichtern jeweils nochmal zwei Blöcke. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, mit welchen Blöcken ihr baut. In diesem Fall nehme ich jetzt nur Quarz, weil ich es eben am schönsten finde. Und dahinter machen wir dann auch nochmal sechsmal Blöcke. Und dann platzieren wir hier und hier eine Power Rail. Und machen dann den Rest hier voll mit normalen Rails quasi. Dann entsteht nämlich so ein Kreis hier, in dem das Minecart dann immer hin und her fahren kann. Und da, wo die Power Rails sind, platzieren wir jetzt jeweils nochmal einen Block und dann oben auf dem Block drauf einen Redstone Block. Das sorgt nämlich dafür, dass die Rails auch gepowert sind. Und jetzt können wir hier einen Minecart anschubsen mit einem Trichter drinnen und das fährt jetzt hier immer im Kreis und wird dann später die Items quasi einsammeln. Und das nächste, was wir machen, ist hier einen kleinen Rahmen drumrum. So. Und den machen wir nochmal einen höher. Und dann können wir nämlich schon die Farmfläche quasi bauen. Und zwar kommt die hier hin, jeweils mit zwei Dirtblöcken. Und dann platzieren wir hier nochmal drei Blöcke und machen diesen Block hier weg. Und das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite, drei Blöcke und diesen hier weg. Und da tun wir dann nämlich eine Wasserquelle rein, damit hier später... Oh, das war nix. Damit dann hier später auch richtiges Farmland entsteht quasi. Das machen wir jetzt auch mal. So. Machen wir hier Farmland raus. Und das nächste, was wir machen, ist jetzt der Mechanismus, der quasi dann die Kürbisse erkennt, dass sie gewachsen sind und zerstört. So brauchen wir dafür Observer und Pistons und auch Redstone. Und das erste, was wir machen, ist, wir zerstören hier erstmal wieder das Farmland, was ich gerade geplaced habe. Und zwar machen wir hier Observer hin, beziehungsweise die untere Reihe kann weg. Es ist nur wichtig, dass der rote Punkt quasi nach oben zeigt und das Gesicht vom Observer nach unten. Weil das wir nämlich später erkennen, wenn quasi die Pflanze sich an einen Kürbisblock quasi andockt und dementsprechend dann die Pistons auslösen. Die Pistons platzieren wir dann daneben, sodass sie nach unten gucken. Und dann platzieren wir nochmal oben auf die Pistons eine Reihe Blöcke drauf. Und dann da oben kommt Redstone drauf und auf die Observer unten auch nochmal. Und dann kann ich jetzt wieder mit den Kürbiskernen, wenn ich sie finde, da... hier die Reihe hinmachen, wir kommen auf den hinteren Block quasi und ihr seht schon, jedes Mal, wenn sich jetzt der Kürbispflanzenblock quasi ändert, dann werden die Pistons einmal ausgefahren und das passiert nämlich eben dann auch, wenn quasi die Pflanze sich eben an einen Kürbisblock quasi andockt und dann platzieren wir hier nochmal Blöcke drumherum. Das sorgt nämlich dafür, dass dann später auch der Kürbis nicht irgendwo anders hinfällt, sondern auf diesen Dirtblöcken bleibt, weil nur auf den Dirtblöcken wird er quasi von dem Minecart eingesammelt. Und dann können wir nämlich hier nochmal Glas platzieren, das sorgt wieder genau dafür, dass eben keine Blöcke irgendwo runterfallen, sondern alle schön da bleiben, wo sie sein sollen. So. Und dann kann ich mal kurz die Game Rule ändern. Das sorgt nämlich dafür, dass dann quasi später, oder beziehungsweise sorgt das jetzt dafür, dass hier mal ein bisschen schneller alles wächst. Ich mache die jetzt mal auf 1000 und dann seht ihr nämlich, wie hier die Pflanzen wachsen und jedes Mal, wenn eine Pflanze wächst, werden alle Pistons ausgelöst. Und jedes Mal, wenn jetzt quasi eine Pflanze einen Kürbis erstellt, dann verändert sie ja quasi ihre Form. Und das sorgt dann auch dafür, dass die Pistons ausgelöst werden. Und die zerstören dann direkt den Kürbis. Und die liegen dann da quasi auf den Dirtblöcken und das Minecart, was da rumfährt, sammelt sie dann ein und packt sie in die Kiste. Und das war eigentlich die ganze Farm. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Kürbis in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Farm. Haut rein und bis zum nächsten Mal.